Hi und willkommen zurück zu Starfield mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Wir sind auf der Orakelstation, haben die Schwerkraft wieder eingeschaltet, die Energieversorgung ist wiederhergestellt. Die Vortex-Phantome. Wo sind sie hin? Hier stimmt was nicht. Hä? Was ist los, Junge? Nein, nicht jetzt! Ich muss durchhalten! Sirak! Oh, ich glaube, er verwandelt sich. Er verwandelt sich. Nein, nein, tu das nicht. Tu das nicht, du musst das nicht tun. Autsch. Töte die Vortex-Phantome. Au! Da muss man aber schon ganz schön genau machen. Au! Was zum Teufel benutzt der da? Wo ist Sirak? Habe ich ihn erwischt? Ja, Tatsache, das ist er. Ah, so sieht er eigentlich aus. So, ich wollte gerade zu Ende sprechen, dass wir in, keine Ahnung, wie Operations oder sowas sind wir reingegangen. Wir sollen den Mainframe neu starten. Operationszentrum, Zugangskarte, Credits, Tickel, Sternschärfe, Vortex-Scherbe. Nehmen wir beides mit. Algen. Sternschärfe ist doch die ich jetzt in der Hand habe, ne? Teilchenrakete, ein Penumbra. Boah, das ist der Granat- oder Raketenwerfer, mit dem er auf mich geschossen hat, ne? Da, Penumbra. Wow. Schwere Waffe. 50 plus 150. 20 mm Teilchen. Oder ist das eine Varun-Schrotflinte? Ich glaube, das ist eher sowas wie eine Varun-Schrotflinte. Schmerzklinge ist klar. Starstorm ist auch klar. Sternscherbe ist klar. 80 plus 26. 150 plus 50, 16 Schuss aber nur, ne? Die benutzt halt so eine Target. Ach so, das ist die. 146, auch nicht schlecht. Zeig mal, was macht die nochmal? Ja gut, die ist schon stärker. Aber schlecht ist sie nicht hier, Hard Target. Wo ist sie? Da. Des Speers. Kaliber 50, 60 Schuss. Ist auch gut. So, weiter geht's. Mainframe neu starten, damit, und das haben die alle jetzt vorbereitet, wir führen es hoffentlich erfolgreich zu Ende. Ah, guck mal hier. Oh, da ist noch was drin, ne? Credits, Digi, Vanadium, Kün. Was ist das? Des Kriegers, Korrosiv. Warum? Shimas. Nahkampf, 106. Oh, ist das besser als meins noch? Was ist es? Da. Ah, guck mal, so ein Schwert. Also, sieht halt hier unten ziemlich klobig aus, 106. Und meins ist Wakizashi 99. Ja. Edelstahlklinge. Anstacheln. Fügt Ziel mit voller Gesundheit doppelten Schaden zu. Sehr gut. Korrosiv verursacht zufälligen Korrosionsschaden. Verringert 6 Sekunden lang die Panzerung des Ziels. Boah. Wert 29.000. Unglaublich. Das ersetzt mal eben unser Wakizashi. Ganz ehrlich. Ich will mal sehen, wie groß das ist. Sieht eher aus wie so eine Machete, ne? So ein Entermesser, aber. Oh, das. Schlägt das so langsam zu? Das kommt mir so langsam vor. Naja, gut. Wo starten wir jetzt das Gedönse hier neu? Hier? Ja. Ne, Moment mal, da. Operationssteuerung. Operationslaborcomputer. Warte, dann gehe ich doch erstmal da dran gucken. Hier seine Experimente. Moment mal, die ersten Tests zur Öffnung einer stabilen Blase mittels Graphantrieb. Wir hatten gehofft, durch eine Testanordnung in echter Schwerelosigkeit mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Was haben die denn überhaupt für Experimente gemacht? Ausdehnung der Zeit.
Wenn ein Objekt von Punkt A nach Punkt B springt. Ja, woran? Doch ein Fehlschlag? Irgendein anderes Projekt wurde vorgezogen. Irgendein anderes Projekt wurde vorgezogen. Die haben irgendwelche Tests im Springen, also dieses Krümmen des Raumes durch den Graphantrieb, haben sie umgesetzt und haben dabei irgendwelche Zeitfaktoren gemessen. Keine Ahnung. So. Puh, haltet euch fest. Mainframe-Neustart initiieren. Das soll die Orakel zum Heimatplaneten der Varun bringen. Wenn man überhaupt von Heimatplaneten reden kann. So. Wenn denn alles gut läuft, ne? Wir probieren's. Warte, bis der Mainframe neu startet. Mainframe-Neustart eingeleitet. Starte Protokoll. Abriegelung aktiv. Alle Kernsysteme auf Standby. Mainframe-Neustart beendet. Warnung. Stationssprung eingeleitet. Überprüfe deine Umgebung, um Unfälle zu vermeiden. Sprung in 3, 2, 1. Ausführen. Wow, das hört sich, das sieht schon mal sehr geil aus. Hört sich geil an. Sprung abgeschlossen. Stationsabriegelung aufgehoben. Initiiere Datenübertragung. Ja. Da. Eingehende Übertragung. Dasra ruft die Station Orakel. Wir haben eure Übertragung erhalten. Euer Befehl lautet, unverzüglich einen Vertreter zu schicken. Wir haben offenbar viel zu besprechen. Ja, das machen wir. Ich würde sagen, ich bin der Einzige in Frage gekommen, ne, dafür. Deswegen begeben wir uns mal, wo auch immer dieser Funkspruch herkam, begeben wir uns mal dorthin. Und ich vermute... Ne, Moment mal. Ich müsste... Ja, hier, Varun Kai. Das ist er. Nach Dasra, so hieß das, erreiche die Stadt Dasra. Boah, guck mal, was hat der denn hier? Ist das Lava oder was? Direkt bei dem Dingens. Varun Kai, Mond von Kavnik 1. Kavnik 1. Da sind noch mehrere Monde. Kavnik 2. Wo sind wir denn jetzt? In Kavnik. Ja. Also, was heißt ein ganz normales System, aber halt ein System. Ziemlich weit draußen. Hä? Warum ist Cheyenne auf einmal rot? Und Zollrot? Waren die nicht alle hell, wo ich das letzte Mal geguckt habe? Dass die alle so waren, wie wir sie kannten? Oder sind wir jetzt... Sind wir schon wieder in ein anderes Eisenberg? Kopernikus? Das sagt mir doch was. Für einen Hühler? Dekaran, Nira, da bin ich ja überall. Serpentis, Mal, Bannock, hä? Kann ich da nicht hinspringen mit der Station? Oder wie, ich verstehe es nicht. Warte, ich muss doch jetzt hier hingehen und da drauf. Achso, ich kann von dem Ort nicht schnell reisen, deswegen muss ich erst das, mein Schiff betreten wahrscheinlich, ne? Interessant. Also dieses... Okay, das ruckelt aber ganz merkwürdig. Das atmet nicht so sauber. Ich wollte jetzt einfach losschweben, aber es geht ja gar nicht. Wo müssen wir denn überhaupt hin zum Schiff? Irgendwo da lang, ne? Also die Atmosphäre finde ich echt gelungen. Die Atmosphäre finde ich gelungen. Auch die Durchsagen, die vom Computer von der Orakel immer kamen, fand ich jetzt auch gut gemacht. Dieses Zimmer finde ich halt einfach nur ultra geil, ne? Ultra geil. So, da lang. Ja, hier durch die Schleuse. Da ist mein Schiff. Da ist der Hauptplanet.
Da ist der Mond irgendwo. Oh. Wieso bin ich in diesem Zimmer noch nicht drin gewesen? Die haben sich da so gut drinnen gehalten. Trotz der Schwerkraft, Schwerelosigkeit und so. Oh, nehmen. Da liegt noch ein. Ich höre immer noch diese Stimmen. Ich muss unbedingt Medipacks kaufen, ne? Fällt mir ein. So, muss ich erst abdocken, damit ich schnell reisen kann? Weiß ich nicht. Mach's mal. Boah, die Station sieht einfach fett aus. Boah, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ist mal weg. Ist auch einfach übelst manövrierfähig. Schiff. Es hat schon so was für sich, aber hatte ich ja auch geschrieben, die eigentlichen Schiffe umzubauen und so. Sind geil. Guck mal hier. Kamor, Level 41. Habe ich irgendwie meinen Namen falsch eingegeben? Kann das sein? Wow. Hey, hier sind ganz viele Leute. Eine Station und da hinten ist ein Tempel. Okay, wir steigen aus. Keine Bewegung. Oh. Und wähle deine Worte mit Bedacht. Sie entscheiden darüber, wie lange du lebst. Mhm. Du hast hier nichts verloren. Sag mir, wie du hergefunden hast. Ich hab euch ausgetrickst. Ja, ich habe eure verschwundene Sternstation gefunden, die Orakel. So ist es. Aber sie war verloren. Keinerlei Kontakt. Keine Spur von ihr. Ja. Es ist offenbar etwas fürchterlich schiefgegangen, so ist es. Oh ja. Ich fürchte, die Orakel ist noch das geringste unserer Probleme. Voris, wir müssen unseren Gast wohl nicht fürchten. Vielleicht hat uns die große Schlange Hilfe in der Not geschenkt. Ratsmitglied, bei allem Respekt. Wir hatten seit Generationen keinen unangekündigten Besuch. Das ist ein Sicherheitsverstoß. Ich widerspreche nicht. Und ich weiß, dass selbst das kleinste Fragment an Sicherheit von höchster Wichtigkeit ist. Aber du musst gestehen, das Timing ist merkwürdig. Und vielleicht sollten wir zunächst einmal die Absichten unseres Gastes ergründen. Die sehen krass aus, die Typen, ne? Und der Typ da hinten auch. Eure Station hat mich hergebracht. Sie ist gesprungen, während mein Schiff angedockt war. So ist es. Wir haben die automatisierte Nachricht empfangen. Aber gewiss nicht mit dir gerechnet. Große Schlange! Höre mich! Sprecher! Wir sind hier! Wir rufen dich an, um in der Stunde unserer Not Rat zu erbitten. Das Tor in der Zitadelle wurde geöffnet, um deiner gewahr zu werden. Habe ich dich enttäuscht? Was ist das hier? Wo bin ich? Warum zeigst du dich nicht? Ich will nur deine Befehle befolgen. Alle müssen dienen. Bitte, lass mich nicht im Dunkeln. Oh, große Schlange. Bist du das, was ich da spüre? Wer oder was zum Teufel ist das? Ich spüre was. Doch ich sehe nichts. Ist das eine Prüfung? Was willst du von mir? Ich bin hier. Große Schlange, ich habe getan, was ich kann. Die Schuppenzitadelle wurde verwandelt.
Ein Gebet an dich! Ja, alle müssen dienen. Aber ich brauche mehr. Ich brauche Führung. Hab Mitleid. Offenbare uns den Weg. Was? Immer dieses esoterische... Unser Anführer, Anasco Varun. Er ist immer wieder so erschienen. Viele von uns sind in diesem Zustand als Vortex-Phantome gefangen. Normalerweise greifen sie sofort an. Aber bei Anasco ist es anders. Könnten wir doch nur seine Stimme hören. Ein Zeichen, dass nicht alles verloren ist. Ja, für mich klingt er ziemlich verloren. Das kann man wohl laut sagen. Er kann uns wohl nicht sehen. Ja, das stimmt wohl. Er hat mir nicht geantwortet. Wie meinst du das? Trotz der Sichtungen hat in all der Zeit niemand auch nur ein Wort von Anasco gehört. Du aber schon? Das ist kein Spiel. Sei ehrlich. Beweise, dass du die Wahrheit sagst. Was hat er gesagt? Oh, alle müssen dienen? Hat er das gesagt? Scheiße, mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, irgendwas von einer Zitadelle und einer Transformation. Das stimmt. Er versucht, die große Schlange zu kontaktieren, aber irgendetwas stimmt nicht. Er klingt verloren. Ja, ich habe nicht so genau zugehört. Das wäre eigentlich das Ehrlichste. Bei der Schlange. Niemand durfte die Zitadelle betreten. Selbst wenn du von ihr wusstest, konntest du nicht ahnen, was sich im Inneren abspielt. Du hast Anasco wirklich gehört? Du bist auserwählt. Oh nein. Haus Varun, höret mich an. Wir haben die große Schlange um Erlösung aus der Not gebeten. Und sie hat uns erhört. Sie hat euch ein Sternblut Dieser geschickt. Dieser Fremdling wurde als unwahrscheinlichstes Gefäß für den göttlichen Willen der großen Schlange gewählt und wird uns alle retten. Fremdling, bitte. Du wurdest als Zeichen geschickt, keine Frage. Du musst uns helfen. Aber es gibt Gebote zu befolgen und Grundsätze müssen eingehalten werden. Selbst in diesen Zeiten dürfen wir uns nicht von Jinan Varuns Lehre abwenden. Du erhältst sicheres Geleit durch Dasra und Umgebung. Dir wird nichts geschehen. Darauf hast du mein Wort. Aber um uns wirklich zu helfen, musst du Haus Varun beitreten. Das ist ein großer Schritt, der sich nicht rückgängig machen lässt. Okay. Wirst du Teil der Versprochenen, um uns zu helfen? Bin ich nicht in diesem Durchlauf Teil von dem Sanktum? Habe ich das nicht extra gemacht? Ich meine, wenn er mich einfach so aufnimmt, meinetwegen. Ich werde erstmal nichts zusagen. Okay, ich könnte niemals Haus Varun beitreten. Wie soll ich das sagen? Also, im Kern würde ich ja tatsächlich sagen, ja, Haus Varun beitreten ist nicht so meine Sache, weil diese ganze religiöse Langengeschichte ist nicht so meins, aber ich möchte euch natürlich helfen. Und wenn du sagst, ich muss euch dazu beitreten, dann ist das ja nur eine Wahrnehmung von denen. Sonst noch etwas? Ja, hier, in Ordnung, sag mir, wie ich Excellent. Oder wo ich anfangen soll. Bitte, folge mir. Verzeih, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Malibor Dulkev, Mitglied des Hohen Rats von Haus Varun. Ich wurde gebeten, den Rat in dieser Sache zu vertreten. Du bist in unserer Stadt willkommen. Du hast mein Wort. Es wird dir nichts geschehen. Meide jedoch bitte die Bürger von Dasra, bis du den Versprochenen angehörst. Sie sind Fremdlinge nicht gewohnt. Okay, aber bevor ich jetzt dir da folge, muss ich mich hier umschauen. Was soll ich machen? Wer bist Alles du? Gut. Möge die große Schlange uns schützen. Er hat gerade gesagt, ich soll alle meiden, ne? Aber das kann ich nicht. Ich muss mich hier umsehen. Die sind ja so isoliert. Geh weiter.
das sein? Die sind so isoliert hier gewesen, diese ganze Zivilisation. Und haben so eine eigene Kultur aufgebaut und auch eigene Technologien, wie man sieht. Ganz schön riesig, so ein Sternengutschiff, ne? Eigene Technologien aufgebaut und sowas. Also das ist ja richtig... richtig krass, die Typen. Deswegen will ich auf jeden Fall... Geht's hier raus aus der Stadt? Vielleicht sollte ich das noch nicht ausprobieren. Ist das ein Schiff da hinten? Okay, aber Besen haben sie auch. Von der Schlange auserwählt. Du. Raumhafenarbeiter. Der sieht ja gut aus. Guck mal da. Ist da ein Fahrzeug drin, ne? Nee. Coole Sache. Coole Sache. Die sind schon echt so gefühlt Außerirdische. Aus Kardik-Laborkleidung. Gibt es mehrere Häuser bei Haus Varun? Oder wie? Das ist eine versperrte Tür. Okay, verstehe. Ein Fremdling. Wer ist er hier? Ship Service. Das bist du? Unglaublich. Die Tattoos. Die Tattoos sind auch cool. Auf jeden Fall. Ja, was drücken kann man hier nicht. Okay, alles klar. Ich folge dir. Malibor. Lass uns gehen. Haus Varun benötigt deine Hilfe, Fremdling. Ja. Dann erzähl mir mal was über euren Anführer Anasko. Warum? Seit dem Tod seines Vaters Jarek führt er Haus Varun an. Er wollte, will, dem Haus wieder zu altem Glanz verhelfen. Er glaubte, das Ziel fast erreicht zu haben. Doch jetzt. Nun ja, du hast ihn ja gesehen. Ich sollte nicht zu viel darüber sagen. Doch es stand bereits im Raum. Er könne verloren sein. Eure Interaktion schenkt mir neue Hoffnung. Wenn du ihn hören kannst, ist er noch zu retten. Ist euer Anführer nicht der Gründer, ne? Okay. Ja, dann lass uns mal... Nicht so viel preisgeben. Doch du hast die Schuppenzitadelle gewiss gesehen. Dort gab es eine Art Explosion, die den Großteil unserer Stadt ausgelöscht hat. Okay. Wir haben viele unserer Brüder und Schwestern verloren. Krass aus. Warte mal. Ich würde ganz gerne hier mal kurz... Nee, nicht darüber. Hier. Da reinspringen. Lass mich mal auf gleiche Höhe gehen hier. So. Das sieht doch ganz... ganz nett aus. Die Dinger aus und ein Foto machen. Cool. Ich komme mir vor wie bei Skyrim in irgendeiner Stadt hier, weil das alles so religiös angehauen ist. Depository. Okay. Ratsmitglied, was hat das zu bedeuten? Gibt es ein Problem, Makula? Die Stadt ist zerstört. Der Sprecher ist verschwunden und du führst einen Fremdling durch unsere heilige Stätte? Es ist alles schlimm genug. Warum darf diese Hülle die Stadt schänden? Hab Vertrauen. Ich glaube, die große Schlange selbst hat den Fremdling hergeführt. Und so die Schlange will, gehört der Fremdling bald zu uns. Doch ich gebe deine Bedenken gerne an den Hohen Rat weiter. Wenn du möchtest. Entschuldige bitte die Störung. Oh ja. Es gibt ein Ritual für Konvertiten der Versprochenen. Es wurde seit Generationen nicht durchgeführt. Glücklicherweise sind noch einige von uns am Leben, die sich an die alten Traditionen erinnern und auf das Ritual vorbereitet sind. Falls du uns geschickt wurdest, kannst du hoffentlich helfen. Ich kann dir sagen, warum dieses Ritual seit Jahrtausenden nicht durchgeführt wurde. Weil ihr seit Jahrtausenden niemanden hier hinlasst.
Herolde Ninasa. Dachte ich mir doch, dass ich dich hier finde. Ich habe das Schiff landen sehen und wusste sofort, man würde mich brauchen. In der Tat. Das ist die Nasa Kaisir, Heroldin der Schlange. Sie führt dich durch das Ritual. Ich werde anderweitig benötigt, aber du bist in guten Händen. Alles klar, Malibor. Wir sehen uns. Also, die große Schlange schickt dich zu mir. Du hast etwas an dir. Wisse, Hülle, wenn du den Pfad der Schlange beschreitest, die heilige Höhle betrittst, dann gibt es kein Zurück. Es verändert dich. Du musst diesen Pfad aus freiem Willen beschreiten. Allein. Wirst du gesalbt als Mitglied der Versprochenen zurückkehren? Ich muss ihm das jetzt, ihr seht, sagen, ja. Ich brauche noch kurz, ich bin bereit, universell erzogen, das entspricht weder meinem Glauben noch den Lehren von Hüter Achillus, könnte ich jetzt sagen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ich bin bereit. Dann tritt ein und ich führe dich auf den Pfad der Schlange. Ich habe diese Religion, diese andere auch nur gewählt wegen dieser Kiste. Die haben gesagt, ich könnte irgendwo in eine Kiste gucken mit ganz tollen Items drin, ne? Okay, ciao, Kakao, ich gehe auf den Pfad der Schlange. Achso, ich muss einfach laufen. Wenn sie mich geschickt hat, wenn sie das sagt, und dann weiß die Schlange mehr als ich, aber naja, mal sehen. Oh, das ist Skyrim-Feeling hier. Das ist mal Skyrim-Feeling. So, hier gibt es jetzt irgendeinen Mechanismus, wie ich durch die Tür komme. Der Pfad liegt vor dir. Doch beschreiten musst du ihn allein. Ja. Das hattest du erwähnt. Dann gehe ich mal los. Jetzt hier so ein Heiltrank und ein Mana-Trank liegt. Vor Haus Varun gab es Menschen. Zunächst auf der Erde, dann zwischen den Sternen verstreut. Und wie alle Menschen irrten sie auf der Suche nach einem Weg. Verloren durchs Dunkel. Ist das ein Labyrinth hier? Auf einem bestimmten Kolonistenschiff lebten Hunderte dieser Seelen. Sie waren alle allein und isoliert. Winzige Flämmchen, die jederzeit ausgelöscht werden konnten. Optional puste eine Kerze aus. Man kann nicht jede Kerze auspusten, ne? Ja, pusten wir doch eine Kerze aus. Was ist jetzt passiert durch die Kerze? Guck mal, sie haben hier Kameras installiert. Alle ausgegangen. Doch Jinan Varun begegnete der großen Schlange und erhielt das Geschenk des Wissens. Er teilte sein Wissen mit allen um ihn herum und leuchtete ihnen den Weg. Sie folgten seinem Rat und seinem Licht und warfen die Last ihres früheren Lebens ab. Und so wurde Haus Varun geboren. Nun hast auch du die Gelegenheit, deine Last abzuwerfen, dich von allem zu befreien, was dich zurückhält. Optional, wirf deine Last ab. Ich hab nichts zum Opfern. Ah doch, ich kann irgendwas nehmen. Nee, der ist ja hübsch. Das ist für mich keine Last. Hier, was habe ich denn hier? Basiras Aufzeichnung, das ist eine Last. Hier, schmeiß ich weg. Verbrannt. Wenn schon, dann ne, komplett das Ritual hier vollziehen. Die Menschen vertrauen ihre Hoffnungen, Ängste und Träume der Schlange an. Durch ihren Mut und ihren Glauben erstarkte Haus Varun.
Du kannst nun in ihre Fußstapfen treten und ebenfalls mutig sein. Nimm die große Schlange an und sie nimmt dich an. Zeige deinen Glauben. Springen die hier normalerweise durch ohne Boostpack oder was? Ich bin jetzt hier durchgecheatet mit dem Boostpack oder was? Na gut. Na gut. Haus Varun ließ sich auf dieser Welt nieder. Zunächst in eben diesen Höhlen. Jinan Varun selbst schlief in dieser Zuflucht bei ihm. Hier verbreitete er die Botschaft der Schlange. Hier erkannten die Mitglieder von Haus Varun erstmals ihren wahren Platz im Universum. Hier haben die, hier haben die Kolonisten quasi das alles aufgebaut, oder was? Ja, die Technologie sieht hier schon so ein bisschen anders aus. Heißt das, das sind hier alles, genau, Arbeiter? Das müsste dann alles Technologie sein, die sie mitgenommen haben, ne? Die alte, normale Technologie. Normale Affenwerkbank und so. Mhm. Konnten die alles aufbauen, ne? Ja, die hatten ja ein Kolonieschiff, ne? Da sind die ja mit allem gekommen, was sie brauchten, theoretisch für den Staat. Und hier erkannten die Mitglieder von Haus Varun erstmals die Wahrheit der Verhüllung, der Rückkehr der großen Schlange. Sie wird das von ihr erschaffene Universum umkreisen. Wer nicht folgt, wird in den Schatten geworfen. Und das Volk wog dieses Wissen ab gegen das frühere Leben und erkannte, es war trotz aller Mühsal gesehen. Auch du solltest inmitten des Leids diesen Trost sehen. Sinne über die Verhüllung nach. Gott, erstmal versuche ich mich hier zurechtzufinden. Wie hat er das... Wie ist er da drauf gekommen, der Typ, was sie gesagt hat? Das ist doch, das ist doch gar nicht möglich. Ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es ein Multiversum ist, in dem wir hier leben. Oder uns befinden. Und die Schlange hat das Universum geschaffen, sagen die Varun. Welches denn? Eins? Das Multiversum? Wieso sollte das eine Schlange sein? Okay, also das sind hier die Wohnquartiere gewesen von denen. Und hier gibt es diesen speziellen Gedenktafel. Ah, Jinan Varuns Behausung. Lebte im ersten Jahr der Siedlung Jinan Varun, der von der großen Schlange zum Sprecher auserkoren worden war. Ja, ja. Der war das? Der Bild von sich selbst hier drinnen hängen gehabt, oder was? Wer weiß, was der, Deep Recon Rucksack, aha. Ein Meister-Safe. Na, da bin ich doch, da bin ich mal gespannt, was der hier drin hat. Vielleicht wurde der ja nie geknackt, weiß man nicht. Hä, das sind doch... Es wirkt mir, als wären es viel zu wenig. Nee. Sind es aber nicht. Was
natürlich nicht. Schrotflinte, Munition, Schwerelosdraht und ein Jagdgewehr. Ein Erdzeitjagdgewehr hat er mitgenommen. Nee, das lasse ich jetzt nicht. Das bräuchte ich mit schlimm. Okay, das ist er. Guck mal, der war ja auch schon tätowiert. Wie hat der das denn hingekriegt? Ist der schon so tätowiert losgeflogen? Oder wo hat er sich hier tätowieren lassen? Wurde er tätowiert? Ist das. Wurde so deutlich, dass er. Nee, hier war ich schon. Nee, gar nicht wahr. Ich war da, oder? Nee, ich war da. So. Oh, oh, oh. Was soll ich mit dem Wasser machen? Meditieren. Okay, dann machen wir das. Vielleicht werde ich ja jetzt, ja, genau, beduselt. Oder, tätowiert. Guck mal, da passiert was. Irgendein Ausschlag. Jetzt regeneriert der. Korrosive Flüssigkeit im Tümpel. Ja, ich sollte hier raus. So. Bis dahin sind wir Stimme und Hand der großen Schlange. Jede Handlung ein Opfer, um ihr Kommen zu beschleunigen. Opfere nun etwas als Beweis deiner Hingabe. Aber denke dran. Ob im Leben oder im Tod. Alle müssen dienen. Na dann, komm her. Oh, ach, das heißt Ziege mit R. Zerriege. Ich dachte, die meinen Ziege und haben sich verschrieben. Komm her. Okay. Du armes Ding. Du wurdest geopfert. Du bist hier seit Jahrtausenden gehalten, weil niemand kommt, um dieses Ritual umzusetzen, oder was? Ich hab's auch noch mit einem Varun-Dolch gemacht. Ritualkammer. Okay. Geht's jetzt los? Beginnen wir. Das letzte Ritual. Seit Jinan Varun ist zwar niemand der Schlange begegnet. Doch wir alle spüren ihre Anwesenheit. Ach nee. Durch eine einfache Entscheidung kannst du diese Bindung stärken. Vor dir liegen mehrere Gegenstände. Sie stehen für verschiedene Aspekte der Bindung zwischen Haus Varun und der großen Schlange. Wähle zwei, die dir bedeutsam erscheinen. Lege sie als Gaben auf die Altäre, auf dass die große Schlange dich mit ihrem Geist erfülle und in die Versprochene aufnehme. Hey, wo ist das andere? Wo soll ich das andere platzieren? Oder beides da oben? Nee. Ah, hier irgendwo bestimmt. Da. Hab ich gemacht. Tür jetzt auf? Warte, von da bin ich gekommen? Was geht hier weiter? Ich hätte einfach weiterlaufen müssen, ich Idiot. Ah, hier ist die Tür auf. Ah, hallo. Bist du's? Ja, Tatsache. Und so erhebst du dich, Mitglied der Versprochenen von Haus Varun. Kannst du die große Schlange in dir spüren? Und zwar zweideutig. Bist du neu geboren? Ich würde es so gerne sagen. Es gibt unterschiedliche Arten, sich neugeboren zu fühlen. Glaub mir, als Sternblut, oder? Damit kann sie doch gar nicht umgehen. Wissen außerhalb ihrer Religion. Nein, ich will nur helfen. Ich tue, was nötig ist, auch wenn ich nicht daran glaube. Nein, ich existiere nur, um der großen Schlange zu dienen.
Fortwährende Hingabe und bedingungsloser Glaube an die große Schlange werden jedem Mitglied von Haus Varun immer da einen Pfad offenbaren. Ich verleihe dir den Titel Hellseher. Alle werden dich kennen und dir vertrauen. Also, über uns, auf der großartigen Morning, dem Juwel der Varun-Flotte, erwartet dich der Hohe Rat. Diene ihm, diene der großen Schlange. Alle müssen dienen. Alle müssen dienen. Hört sich an wie das Finanzamt. Okay, wir sind durch. Wir sind aufgenommen worden in die Reihen der Varun-Gläubigen. Und die glauben an die große Schlange. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wie hieß die? Morning? Wie hieß das Schiff? Neues Shimas. Was kann das? Wo ist es? Da. Hat einen ergonomischen Griff, macht 106. Hä? Macht doch meins auch, oder nicht? Stand clear. Hier kommen wir nicht durch. Aufzug. Ebene wählen. Morning Schiffscockpit. Ja. Die heißt wirklich Morning. Wie ins Cockpit sind wir? Ist das die... Ach guck mal, die haben auf der ehemaligen Brücke haben die hier ihr Sektenrad errichtet. Hallo? Oh, interessieren sich ja. Er kennt mich ja. Mal gucken, wer sie ist. Ja. Ja, hallo? Und du? Dich kenne ich ja auch. Spreche ich ihn an? Nö, ich spreche dich an. Er reagiert aber nicht. Willkommen, Hellseher. Du stehst vor den Überresten des Hohen Rats, den Beratern von Anasco Varun. Wir sind alles, was nach der großen Katastrophe noch übrig ist. Ich vertrete Haus Dulkev. Jimal stammt von Haus Kadik. Und Lovek gehört Haus Fetal an. Und uns allen kommt deine Ankunft in Dasra und deine offenkundige Verbindung zu Anasco Varun wie der erste Hoffnungsschimmer seit vielen Wochen vor. Okay, ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Ich habe keine Verbindung oder sonst jemanden hier. Irgendjemand muss mir bitte erklären, was hier los ist. ich habe keine Verbindung. Ich weiß es nicht, ne? Doch. Wir haben ihn seit dem Vorfall kaum gesehen. Du aber hast ihn sprechen hören. Das muss Vorsehung sein. Es gibt keine andere Deutung. Bitte, lass uns dir das kurz erklären. Nur zu, Malibor. Ich bin gespannt, wie du das hindrehst. Bitte, können wir nicht mal kurz... Können wir kurz was? Besprechen, ob wir die erste konvertierte Person seit der Zeit vor unserer Geburt in Haus Varun aufnehmen? Dafür ist es etwas spät. Du warst nicht da, hast Anasco nicht getroffen. Es fühlte sich anders an. Wir haben Zeit vergeudet. Da hast du absolut recht. Weil du beschlossen hast, allein zum Raumhafen zu reisen und es danach auch allein entschieden hast. Vergeuden wir keine Zeit mit Gezanke. Anasco und damit auch Haus Varun leidet mit jedem Augenblick, der verstreicht. Natürlich, Lovek. Verzeihung. Sprich bitte weiter, Malibor. Wie schon sein Vater vor ihm, verließ Anasco Varun sich auf Jinans Lehren, um uns zu führen. Anasco glaubte, es sei vielleicht Zeit, von der großen Schlange persönlich Rat einzuholen und suchte einen Weg, das zu tun. Vielleicht hielt er die Lehren für unzulänglich? Vorsicht, Kadik. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Ich meine es nicht böse. Wir wurden in der Angelegenheit nie konsultiert und kennen das Motiv nicht ganz. Jedenfalls wurden im Laufe der Jahre Experimente durchgeführt, um mit Hilfe von Grafantriebtechnologie
direkten Kontakt zur großen Schlange aufzunehmen. Ähnlich wie bei Jinan Varuns erster Begegnung mit ihr. Und dann ist was schiefgegangen. Wir wissen nicht, was geschehen ist. Wir waren nicht in der Schuppenzitadelle. Wären wir es gewesen, würden wir jetzt nicht hier stehen. Wir wären wie die anderen. Eine große Energiewelle ging von der Schuppenzitadelle aus und fegte über Dasra. Vieles wurde zerstört. Wer davon erfasst wurde, wurde in völlige Verwirrung gestürzt, gefangen zwischen unserem Universum und dem Vortex. Auch die Zitadelle schwebt in einem solchen Zustand. Sie ist da und doch unerreichbar. Wir vermuten, dass das Experiment noch immer läuft, irgendwie, und uns am Betreten der Zitadelle hindert. Wir können nicht hinein und es nicht stoppen. Wir waren dabei, die Hoffnung zu verlieren, als du auftauchtest. Ja, der Vortex, ja, was hat das Ganze mit mir zu tun? Ist denn in der Zitadelle dasselbe Experiment umgesetzt worden wie in der Orakel? Oder zeitgleich? Oder hat das eine mit dem anderen zu tun? Das hört sich an, wie als würden sie von den Vorkommnissen auf der Orakel berichten, ne? Deine Ankunft und deine Interaktion mit Anasco zeigt, dass er noch zu retten ist. Ein Plan für einen Zugang zur Zitadelle wurde auf Eis gelegt. Aber es ist ganz klar an der Zeit, ihn fortzuführen. Der Teamleiter Ekris ist auf dem Jinan Plaza, unter uns in Richtung Zitadelle. Erzähle ihm von deinem Erlebnis mit Anasco und sag ihm, dass die Arbeit am Morning-Gerät weitergehen muss. Alles klar. Alles klar. Also, im Hintergrund sieht man sie schon so ein bisschen, ne? In irgendeiner Blase eingehüllt. Die Zitadelle, das wird erstmal unser Ziel sein, da reinzukommen. Das haben die bisher nicht geschafft. Aber wir sind Betrachter von außen. Wir sind nicht betriebsblind für Varun-Technologie und für die Problematik. Und dann schauen wir einfach mal, was wir da tun können. Vielleicht können wir ja mit unseren Fähigkeiten auch was erreichen. Ne? Kennst du die Wissenschaftler bei der Station Hamadi? Uiuiui, erschreck mich doch nicht so. So, Jinan Plaza hat er gesagt, das wäre dann in diese Richtung. Das ist eine ganze Stadt hier, ne? Also was man Stadt nennen kann. Wow, da hinten, guck mal. Da sieht man die Zitadelle und hier ist auch der Tempel. Das ist schon krasser Shit, ne? Alles klar, wir kümmern uns um das Problem. Der Himmel sieht fantastisch aus. Da oben sind irgendwelche Viecher, die man aber nicht scannen kann. Aber es gibt Fauna und Flora und Ressourcen. Aber er ist nicht blau. Naja. Gut. Machen wir uns ans Eingemachte. Danke fürs Zusehen und bis bald.